Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe ja schon Odin mal shoppen gemacht und habe gesagt, da machen wir noch ein extra Video. Ich habe mir von One Concept wieder einen Luftkühler bestellt. Ich habe das Modell in weiß, muss einfach zuschlagen. Ich gebe euch auch den Tipp, schlagt zu, jetzt noch. Ich habe extra so einen kleinen geholt, erkläre ich euch gleich nachher auch warum. Ich habe für den, der hat auch wahrscheinlich keine Fernbedienung, also wurde jedenfalls nichts davon geschrieben, habe ich 59 Euro bezahlt. 4 Liter Wasser passen rein und 70 Watt hat er. Greift dazu, noch ist er so billig. Ich weiß, wie es mit meinem letzten war, den ich ja zurückschicken musste, weil das Gitter hinten kaputt war. Und dann habe ich zwar eine Garantie gekriegt, dass ich den für den gleichen Preis nochmal kaufen kann, war aber dann immer ausverkauft. Leider Gottes, jetzt kostet der gleiche, den ich damals für 69 oder 64 gekostet habe, 99. Und teilweise im Sommer, wenn es so warm ist, hat er 130, 140, 150 Euro gekostet. Also deckt euch vorher damit ein. So, warum habe ich jetzt so einen kleinen mir bestellt? Einmal für das Schlafzimmer, dass er halt neben Fernseh aufs Lowboard kommt, weil ich habe ein Boxspringbett, was ziemlich hoch ist. Und wenn ich einen normalen Lüfter habe, denn ich habe keinen Platz für einen normalen Lüfter. Deswegen habe ich mir den kleinen geholt, den kann ich aufs Lowboard stellen und mit Wasser füllen und dann Wind zu mir. Weil wenn hier die Luft steht, ist echt scheiße. So, wir haben einmal eine Anleitung mit Schlüssel mit bei. Wir haben 4 Rollen mit bei. Wir haben, hört ihr das? Das sind halt Kühlakkus, die sind nicht befüllt. Da ist nur ein Pulver drin. Wenn ihr die voll macht, macht das am besten hier bis zu diesem Strich in etwa voll. Ja? Weil sonst gehen die ziemlich weit auseinander, bauchig werden die. Ja, und steht auch eine Anleitung, denke ich mal, drin. Da für den Ventilator ist das. Bei Amazon stand bei dem alten auch irrtümlicherweise. Ich habe es nicht so beschrieben. Also meine Beschreibung heißt Klimagerät. So hieß es damals, so werde ich auch das neue nennen. Es ist keine Klimaanlage. Eine Klimaanlage macht kalt. Ein Klimagerät ist halt ein Lüfter, also ein Ventilator, wo Wasser hinten runterläuft und durch das kühle Wasser halt die Luft halt kühler wird. Mehr ist das nicht. So, und da haben wir das gute Stück. Der ist wirklich klein. Aber ja, nicht mal so schlecht, dass der so klein ist. Ja, den anderen, den großen, den ich schon mal hatte, wenn irgendwann wieder doch noch mal ein bisschen preiswerter im Angebot ist oder vielleicht nächstes Jahr für die große, weil da, ich habe ja vorhin ja schon einen neuen Ventilator gekauft, müssen wir mal gucken. Dann werde ich wahrscheinlich, was ist denn hier, hier ist Plaste so ja ab. Dann werde ich nochmal den kaufen oder vielleicht mal eine andere Firma, ich weiß es nicht. Aber halt wie gesagt, der war jetzt halt ein Top-Angebot. Na, wo geht der auf? Hinten. So. Der hat auch jetzt nur 4 Liter Wasser, der andere hat einen größeren Wassertank. Ja, das ist jetzt halt hier, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Das gucken wir uns dann gleich im Hardware-Video alles an. So. Wir gucken nur erstmal, was halt mit bei ist. Wir haben einen Stromanschluss, hier ist das Gitter. Hier kann man aufmachen. Das kommen wir alles nachher im Hardware-Video zu. Jetzt sind wir ja nur beim Unboxing. So. Da. Ach, hier ist auch wieder Plastereste. So, rein vom Optischen.
Nur vom optischen, vom ersten Auspacken, was ich jetzt so sehe. 59 Euro ist okay. Hier ist auch schon wieder abgeplatzte Plaste beim Auspacken. Ich weiß nicht, was das ist. 59 Euro, der ist nicht groß, ist okay. Die Verarbeitung, hier sind halt wie gesagt auch nur 4 Liter drin. Ich muss sagen, die Verarbeitung fand ich bei dem anderen, der jetzt 99 kostet, den Link packe ich euch auch mal in die Beschreibung, fand ich besser. Also der wirkt teilweise... Ja, ein bisschen, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Also ich bin mal gespannt, wie der denn sich schlägt. Was ich gut finde, wir haben hier Haltegriffe. Kann man hier oben irgendwas aufmachen? Nee, wir haben hier auch eine... Doch hier. Oder? Nee. Ist nur Folie. Hier ist Folie drauf, damit nichts zerkratzt. Ist auch nichts zerkratzt. Aber ich habe hier überall Plastereste. Auch hier unten, ich schneide das mal mit dem Messer ab. So. Aus dem Gehäuse unten raus Plastereste. Also Qualität finde ich, es sind nur einzelne Sachen, aber ich weiß nicht, wenn ich mir sowas hole und das 50 Euro oder 60 Euro ist ja nun mal auch kein Pappenstiel. Und ich einen Deutschen, beim Deutschen hole, also bei einem deutschen Unternehmen, dann also ein bisschen mehr. Riecht auch ein bisschen chemisch, ein bisschen Plastik, also ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, es geht, es für den Preis ist okay, aber mit Abstrichen. Ein bisschen bessere Qualität hätte ich mir schon erhofft, muss ich dazu sagen. Aber so, ja. Die 4 Rollen mit bei, ja, das werden wir jetzt im nächsten Video gleich mal anschließen. Dreh mich noch ein bisschen ab. Weil ich das jetzt ein bisschen echt schade finde, weil die letzte war wirklich super Qualität, war super verarbeitet, optisch schwarz mit dem blauen Licht, super, die sah richtig knorke aus, richtig klasse. Da ist das hier, ja, kostet nur die Hälfte, klar. Also meine hat damals genau 10 Euro mehr gekostet, aber... Ja, Mausi. Qualität, also ich würde sagen, so vom 39 Euro. Ja, also die 59 Euro dafür, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also erstmal die Größe, dann Plaste überall rausstehend. Finde ich jetzt nicht so toll. Ist trotzdem für 59, man muss ja, Sommerzeit ist jetzt schon, fängt jetzt an. Okay, ja, aber... Mal gucken, wie er sich denn im Test schlägt. Da bin ich mal gespannt. Also bis jetzt bin ich noch zwiegespalten. So, ich würde sagen, ich mache jetzt den Cut. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video. Dann werden wir mal die Rollen anbauen und mal die Qualität von der Kühlleistung testen. Und ja, dann bis nachher. Ahoi, sagt euer Odin.